Moin Boys, hier ist wieder Voice. Weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Wir waren das letzte Mal, haben wir Crucio gelernt, genau. Mal gucken, was wir jetzt machen. Hüter des Bruders, finde heraus, was mit Bardolph Beaumont passiert ist. Übel der Franzose, Digga. Machen wir. Abflug. Wir gingen noch mal die Steuerung, ja, genau. Ah, hier kann man nicht casten. Oh, da gibt's eine Quest. Stehen bleiben. Lande! Oh Mann. Hilfe. Zeit für etwas mehr Tempo. Ja, lande hier, komm. Ich sollte hier absteigen. Ja, ich würde ja gerne absteigen. Hallo. Moin. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet, beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch, denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Ja, aber Kobolde zu Recht, ey. Wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun, wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Ah ja. Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Marrows. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Du wärst wohl auch gerne eine Meerjungfrau, ey. Also, ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Danke! Danke, danke. Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde Ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt.
Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Nein, nicht die Karte. Aufträge. Ja, komm, machen wir. Was du alles wirst, eines Tages werde ich es sehen. Finde die tropfenden Höhlen. Da sind wir schon. Seh mal an. Haben die Wassermenschen Nerida wirklich ein Artefakt hinterlassen? Confringo! Lum, so. Du musst jetzt mit mir mitkommen. Ja, dann war schon wieder Motten. Jetzt fehlt nur noch der Rest von euch. Confringo! Lumos! Alle mitkommen an die Tür, bitte. Und du auch noch. Let's go. Und was haben wir hier? Nerida wird sich darüber freuen. Das war's schon? Oha. Ein mährisches Artefakt. Kann ich im Wasser aufsteigen auf dem Besen? Nee, jawohl. Sehr gut. Moin moin. Das Geschenk von den Wassermenschen war wirklich leicht zu finden. Oh, das ist großartig. Ich hatte befürchtet, sie hätten es als Beleidigung aufgefasst, dass ich es noch nicht abgeholt habe. Unsere Beziehung zu ihnen ist auch so schon angespannt. Schön, dass wir gesunde diplomatische Beziehungen unterstützt haben. Bei Merlins Bad. Wundervoll. Das werde ich allen zeigen, auch dem Ministerium. Soll ich es per Eule schicken oder persönlich hinbringen? Vielen Dank! Du hast vermutlich gerade die Beziehungen zwischen der Welt der Zauberei und den Wassermenschen für Jahrzehnte verbessert. Ich muss das unbedingt untersuchen. Es würde mich ja interessieren, was passieren würde, wenn ich die ganzen Sachen behalten würde, ne? Aber ich bin immer Good Guy und gebe denen alles. Naja. Ich sprich mit Dorothy Sproddle in Upper Hooksfield. Das machen wir direkt. Was haben wir hier noch? Ah, die respawnen nach einer Zeit, okay. I see. Ich dachte, die Tierwesen sind weg, wenn man die einmal eingesammelt hat. Oh, da haben wir auch noch eine Quest. Egal, wir gehen erstmal weiter. Erstmal weitergehen, sonst kommen wir nie am Ziel an. Hier haben wir wieder so ein Altar. Ein Astronomie-Altar. Ich sollte ihn bei Nacht nutzen können. Nur bei Nacht, okay. Dann warten wir eben zur Nacht. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Mhm. Oh. Ist das nicht richtig, hallo? Ah, doch. Löwe. Cool, schon zwei. Ah, Upper Hooksfield. Wo ist jetzt Mrs. Sproddle? Als Gesetzes. Revelio.
Erstmal looten hier. Ah, guck mal, Demigeist haben wir auch noch. Dankeschön. Hallo Homura. Erstmal das ganze Dorf plündern, ey. Ist, glaube ich, am besten, weil wir brauchen ja die ganzen Demigeister für die Stufe 3 Alohomora. Das wäre schon ganz nice, das bald mal zu haben. Ich könnte Gold gebrauchen. Aber Hogsfield ist jetzt sicherer. Und dafür danke. Bisschen Trinkgeld. Wieder ein Zauberstabgriff. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Gibt's ja noch irgendwas? Ja, außer ein bisschen Loot. Glaube ich nichts, ne? Das sollte ich untersuchen. Gut. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Die liebe Sirona, sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Da haben wir doch bestimmt was. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ja. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Ah, ja. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Dann hole ich die doch mal. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihm gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Wie viel Spaß wir hatten, wenn Sie und Ihre Freunde uns besucht haben, wie Sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Immer diese Muggel, ey. Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Brottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Hey, ich hab dir die doch gegeben. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, ey. Hier haben wir eine Höhle. Komm, wir gehen da mal rein. Oh. Immer schön Crucio, ey. Arresto Moment.
Rauf mit Crucio und dann ist gut, ey. Easy. Hauch der Toten mal wieder. Das haben wir ja das letzte Mal schon gefunden. Ich glaube, das sind auch einfach Zutaten, ne? Schloss auf Stufe 3, ui. Ja, das wird dann nichts mit der Höhle. Leider. Rebellion. Hier haben wir noch ein Lager. Weg mit dir. Ach so, deshalb ging's nicht, okay. Alles klar. Ja, komm, mach mal. Crucio bricht also auch alle Schilde, wie ich sehe. Okay, okay. Das ist natürlich auch cool. Manipulation 3. Gut, gut. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Wollt den Besen? Jawohl. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brottle erwähnt hat. Hier haben wir Horklumpsaft, aber das haben wir ja ihr schon gegeben. Horklump Hollow. Gegeben. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ich sollte mich umsehen. Nach den Horklumpen und der Schachtel mit den Briefen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Brottle wird sich freuen. Ja, hä? Hat die jetzt nicht schon alle, die sie braucht? Rebellion. Ich würde hier gerne rein. Ah, muss ich erst von da. Gut. Oh. Wieder solche Ranken, ey. Die hatten wir ja schon mal in der Höhle. Aber easy, ne? Mit ein bisschen Licht und dann ist GG. Dann können die mir gar nichts. Gold, Gold. Erstmal hier rein sneaken. Hippogreifstatue. Nice, nice. Also 5 Briefe müssen wir sammeln und noch die Schachtel mit den Briefen. Jawohl. Tun wir dies. Oh, Bergtroll Level 30. Oder ihn umgehen. Thank you.
Exekutio. Oh. Protego. Stup. Expelliarmus. Arresto momentan. Da war ich wieder ein bisschen zu langsam. Oh Gott, nee. Ja, das ist gut. Boah, das war schnell, Bro. Voll gegen die Wand, mein Junge. Wieder ein Trollback. Let's go. Die Kämpfe mit denen sind immer ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ne? Nerven aufreiben, auf jeden Fall. Rebellion. Ich glaube, wir werden uns auch vorbeischleichen können, aber das machen wir hier nicht, ey. Confringo. So was machen wir hier nicht. Rebellion. Da gibt's noch was, hallo? Pflanzen, was seid ihr denn? Ja, nehmen wir mit. Mondstein und ganz viele Pflanzen. Wo geht's wieder hoch? Da. Das ist mir zu viel auf jeden Fall. Das müssen Sironas Briefe sein. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Ich glaube, das ist alles. Gut, dann wäre das auch erledigt. Bringen wir dir diese Briefe zurück. Gibt es hier noch irgendwas zu holen in der Nähe? Da waren wir eben drin, die Höhle. Na, ich glaube nicht, ne? Nö. Gut.
Dann gehen wir nach Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Waren wir ja auch schon länger nicht mehr, Kappa. Ah. Was höre ich denn hier? Bewegen Sie sich nicht so schnell. Ah. Das hier also der Laden für Tierwesen, ja? Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxane-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Otteries and Catchball gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Derrickall-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch Derrickalls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Ich kann mir denken, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Oh, aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast verrückt zu werden. Das du meinst? Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich zu sein. Ja, genau. Das können Sie aber laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super, aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Ich will eigentlich gar nichts kaufen, nur verkaufen, danke, ne? Das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. Was verkaufen Sie hier? Hat sie doch gerade schon erwähnt. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ja, guck mal, wir können das hier verkaufen. Von denen haben wir ja schon. Wir verkaufen jetzt einfach alles, was wir mehr als einmal haben. Kommen Sie gerne wieder. Den haben wir noch nicht. Die hier haben wir schon. Wie viel kostet denn so eine Zutat? Oh Gott, ey. 700 für ein Einhorn. Nicht schlecht. Gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Gut, dann hätten wir das. Rebellion. Bringen wir aber erstmal die Briefe zurück. Der Voice Crack war gerade eben wieder da. Perfekt, ey. Stufe 3. Ich hab sie gesehen. Geben Sie sie zurück. Was denn, Sir? Wir haben nichts genommen. Geben Sie sie zurück! Ich habe nichts, Sir. Was ist denn hier los? Das eine. Das waren alles, Sir. Ehrlich, ich schwöre. Also, wie oft wollen Sie beide meinen Laden denn noch plündern? Ich schwöre, es waren nur die, Sir. Wirklich, Sir. Mehr würden wir nie nehmen. In Azkaban wird man für solche Witze kein Verständnis haben. Warten Sie nur, bis ich Ihre Mütter sehe. Das war etwas harsch. Einfach Ladendiebe, ey. Böse. Sirona, moin. Aber in Alfred Lawleys... Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten.
Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Natürlich. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Wie die immer alle Merlins Bart so bewundern, ey. Der muss einen kräftigen Vollbart haben. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Brottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Brottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Immer gerne. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Natürlich. Haben wir Stuff zu verkaufen? Oder eventuell sogar was Besseres? Mal gucken. Nee. Ja, ein legendäres Outfit. Deshalb gehe ich jetzt aber noch nicht in den Raum der Wünsche. Na, wonach suchen Sie heute? Wenn wir schon hier sind, alles verkaufen. Und Abflug. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja, ich hoffe, du hast bald eine neue Besenverbesserung, mein Junge. Rebellion. Waren wir eigentlich schon, seit wir Stufe 2 Schlösser knacken haben hier? Nee, ne? Hallo, Homora. Dann machen wir das jetzt. Rebellion. Oh, guck mal. Das war besser. Ja, ein bisschen. Haben wir irgendwas Neues, Cooles, so? Ah, genau, wir können ja mal Hero Dianas Sachen ansehen. Die haben wir ja das letzte Mal, dieses Rätsel, das wir da gemacht haben. Das Pulso-Rätsel. Hatte die keine Handschuhe? Scheinbar nicht. Ja, auch nix, ne? Ne. Aber einen Hut hatte die. Das weiß ich doch, oder? Scheinbar bin ich einfach dumm. Nee, da.
Also es müsste in diesem Sinne oben sein. Oh, die sieht auch noch gut aus. Hogwarts Gewand. Ja, und das haben wir schon. Dann nehmen wir den Hut weg, der gefällt mir nicht. So, ist das ganz okay. Was haben wir hier Neues? Oh ja. Ja, das sieht doch auch gut aus, komm. Royal Blau. Aufträge. Ich hätte ja echt Bock, Monde zu suchen in Hogwarts eigentlich. Ja, wir machen das mal. Aber erstmal suchen wir hier noch ab. Was haben wir denn? Hallo Homora. Weil hier haben wir ja auch noch einiges nicht geöffnet. Gibt's hier einen Demigeist? Hallo? Irgendwo? Maybe. Ja, Tatsache. Da haben wir doch einen. Müssen wir aber wieder warten auf die Nacht. Dass wir den auch einsammeln können. Sehr gut. Revelio. Da hinten hatten wir auch noch Türen. Ich glaube, die sind Stufe 3. Bei dem Fliegen. Ja, und das auch. Hallo, geh aus dem Weg. Und hier war Stufe 2, oder? Irgendwo. Da. Genau. Hallo, Homora. Loot, loot, loot. Revelio. Da oben haben wir noch viele Schlösser. Irgendwo, hallo? Ja, genau. Stufe 3. Ich denke hier auch, das wäre sonst komisch. Ja. Da gibt es noch zwei. Da unten auch noch. Revelio. Auch Stufe 3, schade. Wo war dieses Schloss? Nicht hier oder was? Revelio. Ah, da. Komm, geh da rüber. Das schaffst du. Einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade. Aua.